Die Welt bekommt, was sie verdient. Herzlich willkommen auf dem Set des vierten Teils unserer Schicksalstrilogie. Ralf Rohner, dieser Name hat mittlerweile Weltruhm, ist wieder mit dabei. Cinna Starlet und Rose Chamont in einer ihrer schönsten Rollen. Musik von Henriette Schicke-Danzgott haben sie selig. Das Ganze unter der Regie von Taul Tattoo. Und nun viel Vergnügen und herzlich willkommen hier beim Making-of Verlangen der Sinnlosigkeit. Entschuldigung, du machst dir doch Ausstattung auch, oder? Ja, Ausstattungsassistent mal. Ja, genau. Hier, weißt du, wann der Herr Rohner kommt? Der kommt heute nicht. Kommt gar nicht? Nee. Ja, der wird ersetzt, weil so als Caption-Mosher, CGI. Ah, okay. Der ist irgendwie krank oder so, ich keine Ahnung. Heute kommt er auf jeden Fall nicht. Ja, weil ich habe hier nämlich so ein Drehbuch geschrieben. Also ich mache jetzt hier nur so Fahrer, aber ich... Cool. Ich schreibe halt auch und da habe ich jetzt so ein Drehbuch, so ein Boxerdrama. Halt mal kurz. Ja. Ja? Und da möchtest du, dass der Rona da mitspielt, oder? Ja, das ist natürlich ein Traum, ja. So, ne? Aber du, der redet nicht mit Fahrern. Ja, eben darum sollst du ja auch, also dass der das einfach mal auf seinem Platz liegen hat oder so. Ach so. Ja, aber der redet auch nicht mit mir. Ja. Ja. Aber, ja, wie Schau gesagt... Schau dir auf die Fresse, du Arsch. Ja. Ja, es muss ein bisschen Action, muss ja, ist ja ein Boxerdrama. Das ist ein Boxerdrama, ich stehe. Aber es ist halt, wenn der Rona halt mitmacht, so, das wäre super. Ich und du, wir beide. Ja, und dann da und für da. Immer, da. Auf ewig. Ich liebe dich. Ja. Ja. Und weil, schöner Satz. Genau, das ist halt auch, das ja, auch Gefühl mit und so. Und deswegen geht ans halt, Herz auch. Ja. Ja, ja, vor allem im letzten Drittel. Nee, Leute. Aufnahmeleitung! Ja, Mensch, Leute, denkt mit. Bring mir die Ausstattung. Der Baum muss weg. Ja, komm, mach. Ja. Mäuschen, das ist hier episch. Das ist CinemaScope. Das ist eine große Nummer hier. Der Baum muss weg, Mensch. Ja. Ja, mach den Baum weg. Weg? Mach das sanft. Ja? Ich brauch den später noch. Was? Ja, komm, hopp. Okay. Och, Leute. Du da, Mensch. Das kann doch nicht angehen. Das ist CGI, Mensch. Du sollst dich blau anziehen. Das mal früher Mach sagen hinne. Sollen. Rose, darling. Hier, komm mal eben. Dauert noch einen kleinen Moment. Na gut. Ah. Aufnahmeleitung. Ja. Was? Hier. Ausstattung. Ich brauche ein Schiff. Ich brauche ein Schiff. Ein richtig schönes, großes Schiff. Ein Schiff? Segelschiff. Ja, so ein Segelschiff. So was. So ein Segelschiff. Ha. Oh. Mach mir ein Segelschiff. Ja. Geil. Und bitte. Abbruch. Abbruch. Ben. Achssprung. Ja, das war klar. Das war klar. Ich habe keine optische Achse. Aufnahmeleitung. Ben. Brauchen den Mattassi. Mattassi. Alles klar. Maske! Aha. Guck mal. Siehst du was? Nö. Nee, ich auch nicht. Da ist keine optische Achse. Ich brauche eine optische Achse, Mann. Wo ist denn der nächste Verleih? In Schleswig? Nee. Schleswig hat zu. Da musst du nach Sagau, ja? Ich glaube Sagau. Wo ist denn Sagau? Oh, okay. Es ist, du fährst Richtung Schleswig? Dann umsonst rum. Mhm. Und dann ist Sagau schon ausgeschildert. Ja, komm, mach hin. Ich fahr los. Mach hin. Auf zu saufen jetzt. Maske. Das ist doch gar nicht so schlimm. Los, Dani. Danke. Also. Bitte. Ich brauche ein Segel und es wäre total cool, wenn du das einmal bügeln würdest, bitte, und dann Brand imprägnieren wegen der Brandschutzmaßnahmen. Nein. Und dich brauche ich einmal, dass du das Boot einmal ausmisst, einmal Länge, Breite wegen dem Mast, ja? Mhm. Okay. Weißt du, Ralf Rohner wird ja nachher im 3D-Mapping für dich eingekeyt. Ah, okay. Ja? Du spielst das klasse, bin ich sehr zufrieden. Kleinigkeit. Danke. Ganze Kleinigkeit. Hm? Dein Gesicht müsste blau, dann wird das richtig gut. Ich habe dir gesagt, am Einstellungstag schon, dass ich das nicht kann. Ich habe eine Schminkallergie. Oh. Müssen wir tätowieren? Tätowieren? Das tut weh, nein, bist du irre? Ist überhaupt kein Problem, das kriegst du mit Laser alles wieder weg.
Hier, das habe ich aufgehoben. Das kann man noch mal wieder benutzen. Das. Hier zum Beispiel legst du so hin als Markierung. Du bist der Schauspieler, da weißt du, wo du hingehen musst. Das muss man nicht immer alles wegschmeißen. Hier auch, das finde ich echt doof. Das kann man noch mal wieder benutzen. Sag auch, wenn's weht. Wir haben's gleich. Aufnahmeleitung, Getränk. So, bitte. Latte Macchiato. So, Kinder, ihr macht das ganz, ganz zauberhaft. Wir sind jetzt in Bild 17. Das heißt, wir sind direkt nach dem Spaziergang, ja? Diese Dreiecksgeschichte droht langsam zu eskalieren. Stina, du gehst davon aus, dass du Ralf jeden Moment verlieren könntest, ja? Okay. Da ist eine Verzweiflung drin. Ich will aber auch kämpfen sehen. Ich will den Kampf in dir. Komm, gib mir den mal, zeig mir den mal. Ja, ganz genau. Bleib so. Da bleibst du drauf. Das ist super. 8-1, die zweite. Bitte. Weißt du, ich könnte nie ohne dich sein. Ja. Ich weiß. Und deswegen... Und ohne dich könnte ich auch nie sein. Das weißt du doch. Ich könnte nie ohne euch zwei sein. Und also, danke. Was machst du denn? Ich brauche Ralf. Entschuldigung. Ja, lieber sauber. Ja, ich brauche Ralfs Gesicht. Okay. Ich verstehe doch, was du meinst. Toni, ganz wichtige Aufgabe. Wir brauchen einmal den Kopf von Ralf. Ja. Ausgeschnitten, vergrößert, auf Pappe geklebt. Hm. Es muss schnell gehen. Er muss gut sichtbar sein. Ich hatte überlegt, dieses Foto zu nehmen. Ja. Diesen Gesichtsausdruck. Frontal. Ja. Präzise. Obwohl, bei dem kommt das Ohr eigentlich ganz gut. Das ist gleich da vorne. Und, Mäuschen. Ja. Das Haus muss noch weg. Alles klar. Wohin? Parkplatz. Okay. Also, ich muss sagen, in der kurzen Zeit, die wir hatten und mit den Mitteln, die uns zur Verfügung standen, haben wir doch... Das ist wirklich voll zu cool. Das ist ein Schiff. Ja. Aufnahmeleitung! Ich brauche die Ausstattung. Ja, hier bin ich. Ja, hier. Da. Kein Segelschiff, ein Raumschiff. Aber... Raumschiff! Aber das haben die mir so nicht gesagt. Ich wusste nicht, dass es ein Raumschiff sein soll. Mann! Ganz, ganz prima. Du bist direkt jetzt im 17. Bild. Pass mal auf, Leute, mal ganz kurz. Ralf Rohner ist selber gekommen. Drehpause in Mailand. Was sagt ihr? Ganz, ganz toll. Du, wir haben ihm jetzt das Gesicht gegeben, dann ist er einfach noch mehr wie du, ne? Jetzt wäre ich ein bisschen auf deine Hilfe angewiesen. Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, die kamen da nicht so ganz klar mit dem Spiel, dass du vielleicht ein Auge mal drauf hast. Könnt ihr das mal ganz kurz zeigen? Du da, spiel mal an. Es ist für mich eine Ehre, mit dir. Du, wenn ich eine kleine Bitte äußern dürfte. Ja, bitte. Ob du so lieb bist, ihm das einmal zeigen musst. Ja. Kannst du einmal aufstehen? Dann zeige ich dir mal die Szene, wie das geht. Ne? Hier, Augen. Ja. Augenkontakt, immer in die Augen gucken und so. Und dann nimmst du die Hand und immer reingucken. Ja. Und dann musst du das fühlen, um das zu verstehen. Ja. Und andersrum natürlich. Mhm. Zeig mal. Klose, in den ganzen Jahren, die ich schon Gefühle für dich gehegt habe und Klasse! Genau, weißt du, so geht es. Ja, aber wir haben doch hier schon seit Tagen. Ich kann nicht anders, als deine Hand zu nehmen und dich. Ich habe eine Idee. Das ist klasse, pass auf. Ja? Was hältst du davon, wenn du in dieser Nummer dich selber spielst? Ich mich selbst? So in echt jetzt? Oder? Kannst du dir das vorstellen? Geil, das ist so richtig, das ist so ursprünglich so... Wird's das so Retro, ne? Wird's ja, mach ich. Dann will ich das... Bleib mit der Maske weg, das mach er nicht. Nee. Klasse. Mach weg, gehen wir genauso rein. Ja. Du ziehst hier kurz das blaue Zeug an, machen wir überhaupt gar keine Probe, gehen wir direkt rein. Wenn er wollte, schaffen wir es. Dann ab dafür. Wir waren doch so verliebt. Wir waren doch so verliebt. Hast dir umsonst den Sago meinen Namen in den Namen gepiept.